Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, wir spielen 7 Days to Die und mit mir spielt die... Mathilde! So, wir haben Mopeds, die sehen echt scheiße aus. Wie früher auch. Aber... ja, die fahren schneller, glaube ich doch, ne? 10 Meter pro Sekunde. Sind ja langsamer, oder? Das war früher schneller. Definitiv. Ja, Kälte oder Wärme? Also, da ich jetzt so nach Norden gestartet bin, Kälte. Okay. Also Kälteresistenz, oder von den ganzen Kleidungsstücken, die ich habe, bin ich halt bei 18. Ah, man kann aber auch ein bisschen schneller fahren. Wie das denn? Schnellere Taste? Ja. Also, okay. Verbraucht man natürlich bestimmt mehr Benzin. Ja. Aber früher waren die schneller. Früher waren die definitiv schneller. Ich glaube, da hatten wir bis so über 20 Meter pro Sekunde. Na gut, verbraucht keine Ausdauer, dafür Benzin. Ja, und wir können was einlagern. Ja. Für die richtigen Motorräder muss ich erst Level 50 sein. Was für ein Level hast du zurzeit? 33. Ah, ich bin auch erst im 30er Bereich. Sprit hast du noch dabei? Nö, aber ich habe eine Schraubzwinge dabei. Na gut, die habe ich standardmäßig auch dabei. Wie viel Sprit hast du gerade noch? 92%. Ah, 93, okay. Das ist ganz schön laut. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wir dann die ganzen Zombies anziehen. Hört sich so an wie Dauerfeuer, so. Also ich meine, du müsstest genauso viel Krach machen wie eine Pistole, wenn du schießt. Aber auf Motorrad sehe ich meine Shorts, die sehen echt geil aus. Ich habe echt coole Shorts. Ich bin cool. Ich bin jetzt mit in den 80er Bereich gekommen mit dem Sprit. War man hier in den Laden schon mal drin? Ich war da schon drin. Okay, weil da so eine Tankstelle war. Ja, ja. Da war ich schon drin. Also für mich war sie neu. Also wollen wir die Kathedrale untersuchen oder das gucken, ob wir durch das Eisgebiet durchkommen? Kathedrale war ja ein bisschen weiter drin, ne? Ja, die ist ganz am Anfang. Die siehst du eigentlich schon, wenn du zur Brücke kommst. Ich würde sagen, Kathedrale und dann gucken wir mal. Bitte? Wir gucken erst die Kathedrale und dann gucken wir, wie wir mit dem Wetter klarkommen. Okay. Und ansonsten fahren wir weiter. Oh, da war ein Stein. Scheiß Steine. So, ich friere nämlich schon. Ja, ich auch. Also diese 18 gegen Kälte bringt gar nichts. Dann lassen wir die Kathedrale rein. Die Temperaturen sind so unmenschlich. Wer verbarrikadiert denn Gottes Haus so sehr? Oh, mal gucken, ob es hier drin besser wird. Ave Maria. Nein, das mache ich nicht. Das ist zu schön, das Stück. Also mir ist immer noch kalt. Ah! Ihr könnt doch nicht einfach so von der Seite antanzen. Seid ihr denn bescheuert? Ja, wenn wir Zombies kloppen, wird uns bestimmt warm werden. Hä?
Was war das denn gerade? Also hier unten im Eingangsbereich ist ziemlicher Action. Ja, ich bin gleich da. Oh. Die zwei, drei Stück da. Aua! Hab ich erwischt, ey. Nach oben und unten schlagen ist immer scheiße. Sagt das schon wieder Campfire. Campfire. Campfire! Gibt's nicht, hab ich nicht, brauche ich nicht. Hinter dir? Oh, ein dicker, dicker. Der lebt ja immer noch. Oh, jetzt ist die Kälte weg bei mir. Also in den Räumen geht's wohl. Ah, jetzt wird mir wieder kalt. Hä? Darf ich nicht. Jetzt geht's wieder. Ah, hier ist ein Loch. Hast du mich erwischt? Aua! Ist hier irgendwas, das ich nicht sehe? Hier ist ein Beichtstuhl. Ah, hier geht's nach unten. Oh. Dass die hüpfen können. Oh! Ich hab aufgewertet, dass ich stärker auf die Köpfe Damage machen kann. Ich habe mir wirklich den Kopf kaputt gemacht. Es geht wieder. Oh, ist das schön. Man kann wieder die Köpfe zermatschen. Oh. Hi. Du, das ist ein Stachel. Das muss ja wehtun, Baby. Genau. Aua, ne? Aua, Stacheln. Aua. Böse Stacheln. Genau, lass mal was fallen, Baby. Oh, da ist ein Eiszombie. Honig. Und irgendeine Schematik, die ich noch nicht verstehe. Okay. Ein Eiszombie hier im Gebäude? Jo. Das ist scheiße. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Noch geht's. Hört sich eine Spinne an hier. Mhm. Die Frage ist, habe ich sie oder hast du sie? Ich glaube, du hast sie. Und sie ist draußen. Oh, ich hab sie. Oh, ich hab keine Munition geladen gehabt. Upsi, dupsi. Alter. Yeah, ich hab einen Ledermantel. Anziehen, sofort. Scheiße hier. Gut, dass ich meine Schrot immer dabei habe. Ich habe zwar ein, zwei Mal daneben geschossen, aber jetzt esse ich erstmal Thunfisch. Ich brauche wieder ein bisschen Energy. Energy. Meine ich Rezepte? Ich wollte es zerlegen, aber auch egal. So. Ich habe hier so eine Lesekammer, so eine geheime. Ah, ich schaue mich erstmal weiter unten um. Unten? Hm. Ich bin ganz unten. Okay. Hier gibt es bestimmt geheime Bereiche, pass auf.
Jetzt hack hier mal die Schränke. Hier gibt es doch bestimmt irgendwas Geheimes. Nö. Na lame. Ah, es gibt mehrere Wege, die nach unten führen. Das ist schon mal interessant. Und interessant ist auch... Oh, hier ist ja ein Loch im Boden. Das auch? Also hier ist eine kaputte Treppe. Ich glaube, es ist die ich runtergegangen bin. Ach so, warst du oben fertig? Nein. Geh ich wieder hoch. Geh ich wieder hoch, oh. Kannst auch runterkommen, also. Wollte ich jetzt nicht loswerden. Nö, alles gut, aber wir wollen ja etwas effektiv suchen, oder? Effektiv suchen, yeah. Effektiv kloppen wir auch was. So. Bleib liegen, mein Freund. Oh. Aua! Scheiß Stacheldraht da. Hört sich dahinter an. Hast du gerade einen Zombie bei dir, oder? Ja. Gut. Also hier scheint irgendwas zu sein. Okay. Ja, sein könnte es. Ich bin gerade aufs Dach gegangen. Nee. Cool. Ich laufe jetzt auf dem Dach rum. Ich hoffe, ich verliere nicht runter. Ach, über mir ist ein Loch. Ah. Da könnte der Zombie-Geräusch herkommen. Okay, okay, okay. Hm. Da bin ich gekommen? Nee, hier war ich nicht. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Die sind... Oh, Vogel! Särge! Und Zombies. Vögel auf dem Dach. Er hätte nicht damit rechnen können. Ich hab ganz vergessen, klar, es ist ja eine Kirche, ein Gotteshaus. Wo packt man die Leichen hin? Ins Gotteshaus. Ach du Scheißendreck. Ach du Scheißendreck. Ach du Kacke. Falle! Eine Falle! Das ist die falsche Waffe! Puh, ich konnte vorbeilaufen! So, gegen den Eiszombie kämpfe ich aber nicht, du. Da schieße ich lieber. Du bist durstig, trinke Flüssigkeit. Ja, kommt noch. Ich würde eigentlich meine Schrot nehmen. Ich habe aus Versehen die Spitzhacke genommen. Das war sehr effektiv. Oh, ich muss auch weg. Nice, hier oben. Boah, ich hab's hier nur mit Toten zu tun. Mir die Pfeile, du gieriger Sack, du. So. Da hängt noch einer. Oh, ein Blaubeerkuchen. Hier sind überall Särge, ein bisschen makaber, ey. Aber in jedem Sarg war bisher was drin, auch wenn es nur ein Holz war. Oh, kann ich die Kerze mitnehmen? Ich mag Kerzen. Der eine hat da gerade als Grabgeschenk eine Steinplatte. Ist ja der Hammer. Oh, wo kommst du denn her? Wo hab ich dich gerade übersehen, mein Freund? Ich komm mal gleich. Ah, kann man verkloppen.
Liga-Brille. Scheiße, das trage ich sie. Aber sogar das Geheimnis hast du noch nicht gesehen, ne? Hier, also. Nein, also ich bin hier nach ganz oben in den Glockenturm geklettert und da musste ich schon so ein bisschen auch Frames mitnehmen und bauen, dass ich hier überhaupt hochkomme. Cool. Und hier im Glockenturm, ich habe jetzt hier also eine richtig dicke, fette Waffentasche. Schatz, ich habe einen Candy Can Club. Bitte? Ich habe eine Süßigkeit gefunden. Ja, so einen habe ich auch schon mal gefunden. Was macht man damit? Das ist eine Waffe. Was? Eine Waffe. Ja gut, dann verprügel ich damit jetzt die Zombies. Also ich komme jetzt vom Glockenturm wieder runter. Ich hoffe, ich sterbe dabei nicht. Hoffe ich auch. Meine Holzrahmen nehme ich auch wieder mit. Ah, Vogel! Stirb! So, ja, Katze. Na, will sie mit dir kuscheln? Ja. Puh. Okay, wo ging's wieder rein? Hier ging's wieder rein. So, Ausflug auf den Glockenturm ist beendet. Dann bin ich hier im oberen Teil der Kirche auch durch. Josh. Ach nee, das ist ja noch eine andere Seite. Ich hab gerade irgendwie einen Weg nach oben gefunden. Oh, wir sind auch Zombies. Ach, hier warst du ja, glaube ich, genau. Okay, also ich will mal mit der Vogel. Arschloch! Stirb! Stirb! Headshots! Ich bin mit den Särgen durchsuchen noch gar nicht fertig. Hier gibt's noch einen weiteren Raum. Mit noch einem... Soll ich einfach mal runterkommen? Ich weiß nicht, wie viel Platz das ist und wo ich da herauskomme. Ich kann's echt nicht sagen. Hier gibt's wieder einen weiteren Raum. Und die Frage, war ich hier schon? Nein, hier ist ein Zombie. Warte, dann komme ich einfach mal zu dir runter. Was hältst du denn davon? Kannst du gerne machen. Du bist ja noch nicht runter, ne? So. In den geheimvollen Katakomben. Mit Zombies und so. Noch eine Kerze. Die Kerzen will ich haben. Die finde ich toll. Ah, noch? Ah. Oh, die ist runtergefallen. Oh, hier ist ein ganz großes Kreuz, sehe ich gerade. Amen. Aua! Hm? Oh, du bist auch hier? Ah, du hast die andere Seite genommen, okay. Oh, du hast einen Mantel gefunden. Ja. Oh, jetzt brauchen wir einen Schluck Kaffee hier. Ja, dann sind wir hier durch. Warst du noch ganz unten? Ganz unten. Also da sozusagen. Da geht's auch noch, ja, das sieht so aus. Sieht so aus. Frage ist, wie komme ich wieder hoch? Dann komm mal mit. Warte. Follow me. I follow you. Aha. Und hier ging das doch weiter runter. Aber wenn du unten warst, dann müssen wir dich nicht noch weiter. Nee, da war unten war ich ja. Ich bin hier lang gegangen. Okay. Ich wusste gerade noch nicht, wie ich wieder hochkomme. Wo geht's, wo kommen wir wieder raus? Hier hoch wahrscheinlich, ja?
So, mal kurz gucken. Brauche ich Corn Seeds? Brauchst du Corn Seeds? Ja! Da habe ich einen Corn Seed gefunden. Ist ja der Hammer. Kannst du in dein Auto packen, also in dein Moped. Oh ja, wir haben jetzt Moped. Wo ist denn meins? Dann können wir, weiß nicht, wollen wir hier noch ein bisschen weiter uns umgucken oder weiter noch? Warte, lass mich ein bisschen lernen. Ja, wir können ja mal reparieren, Hupe, fahren, abschließen. Hä, wo komme ich denn an meinen Sattel ran? Das ist dieser Geldsack. Ich hab keinen Geldsack. Ja, deiner hat keinen Geldsack? Dann pack's bei mir rein. Meiner hat Geldsack. Meiner hat Storage. Ich sehe nur fahren, Hupe. Ich. Bei deinem sehe ich auch ein Storage. Tja, ich sehe keinen. Faszinierend. Tja, hätte ich doch mal bauen sollen. Dann gib's mir, dann pack ich's da rein. Ja. Musst du es dann später wieder rausholen. Ja, ja. So, das behalte ich. Fuck, ich hab das erstmal in meins hier. Konnte man die nicht auch nachträglich auseinanderbauen? Das ging früher, ich weiß nicht, ob das jetzt noch geht. Hm. Naja. Gut, dann nehmen wir uns ein nächstes Gebäude vor, würde ich sagen. Ja, warte. Okay. Eins am besten, wo man reingehen kann. Ist noch ein Friedhof? Ja, Friedhof ist so mehr Außensachen. Das ist ja... Boah, ey, diese Steine hier. Gibt's ja irgendein tolles Gebäude noch? Weiß nicht, ich hab mir vor, als ich hier war ja auch das nicht so. Oh, guck mal, hier ist ein Bus. Bum, bum. Oh, nein! Scheiße! Fuck, ey. Scheiße. Ohne Bushaltestelle. Ah, damit ein Loch. Hier sind wieder auch irgendwelche Kackbratzen. Zack, geh weg. Das ist auch immer dieselbe. Hilf mir lieber, mich aus diesem Loch hier zu befreien. Ach so, mit dem Fahrzeug. Ja. Warte mal, vielleicht komme ich ja da so. Scheiße. Ja, früher konnte man den ja auseinandernehmen. Ah, ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es. Oh. Ja, dann hinten ist noch eine Kirche. Ah, und Kindergarten. Aber schau mal auf die Uhr. Ja gut, ich fahr nach Hause. Dann können wir nämlich schon mal anfangen, auch wieder ein bisschen Holz zu kloppen und zu dingsen. Zu dingsen? Ja, ein bisschen Verteidigung zu bauen. Ja, das stimmt. Ja, war schön hier im kalten Gebiet mit der Kirche und so. Gerade ist mir auch komischerweise. Ne? Gerade ist mir auch komischerweise nicht kalt. Also haben wir mal getestet, wir überleben's. Wo du jetzt eher, sowieso eher als ich, weil du hast ja eine Jacke gefunden. Ja. Willst du unbedingt töten? Will noch ein bisschen XP sammeln. XP. Ich habe auch XP gesammelt, dank dir. Hm? Ich habe auch XP gesammelt, dank dir. Hm. Super, dass man das teilt, ne? Man kriegt zwar ein bisschen weniger, als wenn man allein ist, aber dadurch, dass ich das ja durch beide Kills zusammenkommt, ist das dann im Endeffekt wieder besser. Ja. Hattest du die Fahrzeuge zwischendurch aufgetankt? Nö. Was? Ich habe ja nichts mitgenommen. Auf wie viel Benzin hast du noch? 73. Ah. Hey, warum?
Ich hatte meinen, ich war bei 88, 87 definitiv. Meiner hat jetzt gerade 90 gehabt. Oh, da ist eine Fabrik rechts. Waren wir da mal? Warte mal. Ach doch, das... Ah, doch, das glaube ich schon, ja. Ich hab's auf der Karte. Ah, das ist der Hafen. Hm. Ja, ich hab's vom Weiten gerade nicht richtig erkannt. Vielleicht sollten wir irgendwie mal eine Garage bauen. Aber die so ein bisschen weiter weg von unserer Basis ist. Vielleicht so im Wasser. So mit Säulen hoch oder so. Keine Ahnung. Och, kannst du machen. Nee, erstmal nicht. Das heißt es erstmal hier Holzhackmania. Nehme ich den mal hier. Auch Holz und hier ist eine Tasche. Ne, die ist aber leer, okay. Und warte mal, sonst können wir es vielleicht so machen, dass ich das Motorrad, ich weiß nicht, ob ich es noch in die Hand nehmen kann. Also dann könnte ich es in der Hand nehmen und dann kannst du es umstellen. Das liegt wahrscheinlich an den Storage-Zeug dran. Ja, kann man testen, klar. Mal. Ah, ich muss das Vehicle-Container emptyen, bevor ich es nehmen kann. So, ich konnte es aufnehmen. Ja. Dann komm mal her. Hast du? Dann werfe ich das so jetzt nämlich hier auf den Boden. Da hinten war eine Tasche. So, jetzt meinst du, wenn ich es aufstelle, dann ist es meins. Keine Ahnung, ist ein Versuch wert, oder? Ja. Ist jetzt wirklich meins. Und es fällt auf den Boden. Ja, das ist jetzt wirklich meins. Da kommen wir jetzt in den Storage ran. Sehr schön. Haben wir das auch geklärt? Das ist aber definitiv neu. Da muss es jetzt jeder seinen eigenen Moped leer machen. Hm. Stacheldraht brauchen wir noch, ne? Hm. Hm. Ein ganzes Eisen im Haus gelassen. Ich glaube, wir können ja einen Break machen, oder? Ja, wir werden jetzt hier noch ein bisschen Bäume... Genau, hacken. Ich brauche Holz und Eisen. Vorbereitung. Die nächste blutrote Nacht. Genau. Und ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch gerne ein Like, ein Kommentar oder ein Abo. Würde mich sehr freuen. Uns würde es sehr freuen. Die Katze würde es auch sehr freuen. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.